Hallo Elektronikfreunde, willkommen hier nun zu einem weiteren Reparaturvideo. In dem Fall geht es hier um diese Kompaktanlage von Sony Typ MHC-NX3AV. Ich habe die hier, dieses Unterteil sozusagen mit dem Verstärker und dem Tuner. Ich möchte da noch zuvor sagen, ich habe das Gerät bereits repariert und möchte nur mal kurz die Schritte durchgehen. Hier exemplarisch, wie ich auf den Fehler gekommen bin und natürlich auch dann zeigen, ja, was ich da gemessen habe und so weiter. Ich hatte das Gerät also bekommen und habe es dann eingeschaltet. Und ich tue das jetzt hier einfach mal. Und wenn ich jetzt hier hochdrehe, die Lautstärke, dann brummt es. Ich habe dann gleichzeitig ein Oszilloskop angeschlossen, hier an den Ausgang vom Lautsprecher, weil ich einfach wissen wollte, wie sieht es denn aus hier mit der Frequenz. Und zwar, ich muss leider hier ein bisschen höher gehen, man sieht es auch, er zeigt hier unten an 50 Hertz, stark verzerrt. Und 50 Hertz deutet ja eigentlich immer darauf hin, dass irgendwas im Netzteil oder so ist. Und das ist auf bei allen Quellen der Fall, also egal ob ich Tuner, CD oder so weiter hier selektiere, ich habe immer dieses 50 Hertz Brummen direkt am Lautsprecher. So sieht das Gerät jetzt von der Seite aus. Ich will mal ganz kurz hier durchgehen, was hier so auf den Platinen ist. Also hier sieht man einen Brückenleitrichter, dort hinten auch. Also hier ist praktisch die Spannungsversorgung für die Endstufe. Hier ist der Trafo, wo auch verschiedene Spannungen hier rauskommen. Dann haben wir hier den Tuner. Das sieht man daran, dass da unten hier dieses Weißblech da, diese Schirmung drauf ist. Und hier dieses sogenannte Mainboard und hier natürlich vorne die Control-Einheit. Und die Frage ist, wo kommt jetzt dieses Brummen her, zumal es auch 50 Hertz sind und nicht 100. Würde jetzt hier einer der Elkos irgendwie eine Macke haben, dann wären es wahrscheinlich 100 Hertz, aber 50 Hertz ist vielleicht eher ungewöhnlich. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo fängt man an zu messen, denn man muss messen, sonst kommt man natürlich nicht weiter. Und was ich zuerst gemacht habe, ich habe wirklich erstmal hier die Spannung am Brückenleitrichter gemessen, also die Gleichspannung, die hier rauskommt. Dazu musste ich hier die Front abmachen, das mache ich jetzt nicht. Und habe dann aber festgestellt, dass die Spannungen dort okay sind. Ich schließe gleich nochmal ein Oszilloskop an und zeige das auf dem Oszilloskop. So, ich habe den Tastkopf jetzt mal an diesem Brückenleitrichter. Man sieht hier links auf dem Oszilloskop vielleicht nicht ganz so gut. Ich habe 20 Volt pro Kästchen eingestellt. Wir haben hier also so um die 50 Volt, knapp 60 Volt und das ist erstmal soweit okay. Es ist vor allem auch keine Brummspannung drauf, also sprich, wenn ich jetzt hier auf den AC-Messbereich wechsle und hier das mal ein bisschen höher drehe, dann sieht man, also da, das ist ganz normal hier, diese Brummspannung, 100 mV, 200 mV, das ist vollkommen okay. Die Frage stellt sich natürlich, wo misst man jetzt weiter? Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier oben mal alle Spannungen soweit nachgemessen. Und die Frage ist natürlich, ja, wo kann man denn jetzt da was messen? Das sind lauter Pins, aber man weiß im Prinzip nicht, wo man da jetzt messen kann. Man könnte es natürlich jetzt anhand der Trafo-Wicklung sehen, wo da was rauskommen müsste. Allerdings die Werte der Spannung kann man schlecht abschätzen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt hier noch einen Haufen Sicherungen. Ich werde mal die Kamera hier nach oben schwenken. Man sieht jetzt hier die Leiterplatte vom Trafo hier von oben. Man sieht hier durch die Löcher sind Sicherungen. Ich habe alle Sicherungen natürlich getestet. Die sind alle in Ordnung. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Spannung kann man jetzt hier an dieser Stiftleiste messen. Man sieht, hier sind Bezeichnungen sogar dran. AC4, Ground, nochmal AC4, AC3 und so weiter. Und dazu ist es jetzt wichtig, weil sonst kommt man eigentlich überhaupt nicht voran, ein Service-Manual sich zu besorgen, falls das vorhanden ist. Und ich hatte Glück, für dieses Gerät gibt es ein Service-Manual mit Schaltplänen und auch Bestückungsplänen. Unabhängig jetzt von dem Service-Manual habe ich hier gesehen, dass hier an den Kühlkörpern sind zwei Spannungsregler, nämlich ein 7805 und ein 7812. Und da habe ich mal nachgemessen.
Hier sieht man nun die Rückseite von diesem Mainboard. Ich habe hier links, rechts hier das Multimeter zu stehen. Und wenn ich jetzt hier sehr vorsichtig die Ausgangsspannung von dem 7805 messe, dann sieht man, da kommen 4,99 Volt raus. Und hier unten ist der 7812. Und da sieht man, da kommen nur 5,8 Volt raus. Wenn man jetzt die Eingangsspannung sich mal anguckt, also hier nochmal von dem 7805, dann sieht man, da kommen, also sind 12 Volt kriegt er, das ist auch okay. Und bei dem 7812 bekommt er nur 7,4 Volt. Das heißt, er kann gar nicht auf 12 Volt regeln. Und da muss man jetzt in den Service manuell mal nachgucken, wo da der 7812 rangeht, woher diese Spannung kommt und warum die eben nicht mehr als 12 Volt beträgt. Hier im Service manuell habe ich mal hier, also ich habe es mal ausgedruckt und mal ein bisschen mir mit dem Textmarker markiert. Also der Spannungsregler, dieser 7812, der ist hier. Und der bekommt seine Einspeisung hier über diese untere violette Linie. Also AC3 ist es jetzt hier in dem Fall. Ich hoffe, dass man es sieht. AC3. Und Ground ist eben hier der Mittelabgriff vom Trafo. Das geht hier direkt an den Trafo. Diese Sachen, diese drei Pins, die gehen hier an Brückengleichrichter. Zum einen und dann geht, wie gesagt, hier der Ground durch zum 7812 und dieser AC3 geht, das geht hier weiter, hier über den Kondensator, die Diode, dann an diesen 7812. Und hier kommen ja keine 15,8 Volt an, so wie es hier geschrieben ist. Das heißt, ich gehe erstmal von der Seite hier aus und messe mal die Spannung von AC3 zu Ground hier auf beiden Seiten am Trafo. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Ich muss mal hier rumgehen um die Kamera. Also ich messe jetzt mal zwischen Ground und AC3. Ich habe ja vorhin gesagt, hier ist alles soweit beschriftet. Und zwar haben wir hier, man muss dann zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 ist Ground, also der fünfte Pin. 1, 2, 5, das ist also dieser hier. Ich tausche mal kurz die Messspitzen. Das ist Ground. Und das wäre jetzt hier AC3, 9 Volt, und wir hatten ja sozusagen hier den Trafo mit Mittelabgriff, das heißt, auf der anderen Seite müsste auch 9 Volt rauskommen in etwa, tut es aber nicht, da kommt praktisch gar nichts raus. So, und jetzt kann man natürlich fragen, wieso kommt da nichts raus? Ich habe das leider auch erst ja, nach vielem Schauen entdeckt. Ich mache mir hier kurz aus, ziehe es mal kurz raus, denn hier in dem Bereich, hier und dort sind Widerstände eingebaut. Und das ist auch in den Service-Manuals natürlich dann zu finden. Und ich habe dann mal die Widerstände nachgemessen, beziehungsweise geguckt, was da drin ist, weil man das sieht man erstmal nicht, da müsste ich erstmal runtergucken, mache ich jetzt aber nicht. Ich habe also den Widerstand mal nachgemessen, das tue ich mal hier. So, also der erste Widerstand, der hier ausgeschaltet ist es. Der hat ja mehr oder weniger 0 Ohm, also 0,15 steht im Service Manual und dieser Widerstand hat 730 Kilo Ohm und damit ist klar, der ist hier kaputt. Dadurch, dass ich jetzt kein 0,15 Ohm da hatte, habe ich jetzt hier zweimal 0,33 parallel, sodass ich da ungefähr auf 0,15 Ohm komme, eingesetzt. Das ist auch nur provisorisch, also ich werde es auf jeden Fall noch ändern. Und wenn ich jetzt hier mal die Ausgangsspannung messe, dazu muss ich erstmal umschalten auf AC. Und hier nochmal messe, hier hatten wir Ground. Und da kommen wir jetzt eben auf 9,6 Volt und auf der anderen Seite, ja, Kontaktierung ist manchmal ein bisschen schlecht hier, auch auf 9,6 Volt, sodass hier der erste Fehler zu finden war. Ich habe jetzt also hier gemessen an den beiden Punkten, 2 mal 9,6 ungefähr, kommt also raus. Jetzt die Frage, bekommt der 7812 da jetzt seine vernünftige Eingangsspannung, und wenn ich jetzt da mal rangehe, dazu muss ich erstmal einschalten, hier drüben Netzstecker in den Trenntrafo,
Ich messe hier mal wieder die Eingangsspannung vom 7812 und man sieht, leider kommt da auch nichts Vernünftiges raus. Ich weiß nicht, ob man hier nochmal einschalten muss, ich glaube aber nicht. Achso, das müsste man vielleicht mal auf Gleichspannung stellen. So, der bekommt nach wie vor nur 6,3 Volt. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, um auf 12 Volt zu regeln. Und die Frage ist natürlich, was kann jetzt da kaputt sein? Der 12 Volt Spannungsregler bekommt ja seine Spannung hier von dieser unteren Linie. Ich zeichne das mal hier weiter. Das geht also hier rüber. Und dann haben wir hier zwei Bauteile, die dazwischen liegen, nämlich die Diode und dieser Kondensator, dieser Elko. Und ich hatte dann zwar erst die Diode vermutet oder auch diesen Kondensator hier, aber das stimmte alles nicht, sondern dieser Kondensator C921, der ist tatsächlich defekt. Der Elko hängt hier direkt unter dem Stecker. Das ist also der hier. Und ich hatte die Kapazität erst nachgemessen, die war okay, aber der ESR war praktisch hin, also der Elko ist hier praktisch nicht mehr zu gebrauchen und muss ersetzt werden. So, den Elko habe ich getauscht und wenn ich jetzt hier unten mal an dem 7812 die Ausgangsspannung messe, habe ich genau 12 Volt. Also damit ist sozusagen hier das Problem behoben und wenn ich jetzt hier mal aufdrehe, ich habe jetzt, sehe ich gerade allerdings keine Antenne dran, ich werde erstmal kurz anklemmen, damit man was hört. So. Ja, also man hört ein bisschen Musik, es funktioniert also wieder und damit ja, ist die Reparatur hier gelungen. Ja, das war hier nun die Reparatur von diesem Sony MHC NX3 RV. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.